Eine Mini-Party gleich auf der Straße, wohlwissend, das ist zurzeit verboten. So gehen kleine Rebellionen, Widerstand gegen den Dauerzustand, ein Jahr Pandemie und der Druck wächst, weil der Frust wächst, auch wenn es nicht alle so deutlich zeigen. Und ich studiere zum Beispiel jetzt im zweiten Jahr Medizin und eigentlich hätten wir da super viel Praxis. Und jetzt ist es seit einem Jahr einfach nur reine Bucharbeit und auswendig lernen. Es ist nichts Kulturelles da. Belastet einen sehr, dass man keine Inspiration hat. Ich war gerade dieses Jahr Abi, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen doof. Das sind eben auch viele Sachen, die da ausfallen. Bei uns jetzt gerade viele Reisen und so. Wenn das dazu weitergeht und wenn die nächste Semester Anfänger noch das Gleiche haben, das kann so nicht weitergehen. Und auch vermissen wir einfach, in Lokale zu gehen. Es ist jeden Tag so ziemlich dasselbe, dieselbe Routine. In Bars und Lokale gehen, im Restaurant sitzen, verreisen. Für die Gastronomie und Hotellerie gibt es praktisch noch gar keine Perspektive bei dem Entwurf zu möglichen Lockerungen. Und auch der Einzelhandel soll bis auf wenige Ausnahmen wie Buchladen oder Gartencenter weiter an die Inzidenz gekoppelt sein. Der Handelsverband HDE mahnt, es drohe eine Pleitewelle. Geschäftsführer Gent sagt, dieser Entwurf geht an den Realitäten vorbei. Der Einzelhandel ist kein Treiber der Pandemie. Das beweist der geöffnete Lebensmittelhandel seit vielen Monaten. Lange Zeit stand die Mehrheit der Deutschen hinter den harten Corona-Maßnahmen. Doch der Zuspruch ist laut einer Erhebung von YouGov von 73% auf 35% abgesackt. Und das liegt auch daran, dass dieses Leben durchaus krank macht, wie Psychologen warnen. Patienten kommen mit mehr Sorgen über ihr Leben, fragen, wie geht's überhaupt weiter. Diese Unsicherheit ist sehr belastend. Wir wissen nicht, wann es zu Ende ist. Freunde und auch die Beziehung zu anderen Menschen, die sonst abpuffern kann, ist nicht mehr so stark gegeben, sodass wir Depressionen sehen, Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten. Vom Bund-Länder-Gipfel wünschen sich viele Deutsche ein deutliches Signal der Entspannung und Öffnung. Die ersten Signale klingen allerdings weiter nach Lockdown und nicht Lockerung.